Hallo ihr Lieben, abenteuerlich, abenteuerlich, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Was macht man, wenn das große Stativ aus Gewichtsgründen zu Hause geblieben ist und man nur mit einem kleinen Tischstativ unterwegs ist und etwas Höheres braucht? Man baut sich ein Stativ aus dem ersten gefundenen Holz. Und warum diese ganze Konstruktion jetzt gerade? Backgammon. Wir spielen jetzt ein paar Spielchen. Den braucht niemand. Super praktisch an diesem, da steht's, Sondergut Reisebackgammon. Die letzten Steinchen da drin, die sind sonst so schwer rauszuholen, aber hier gibt es eine Lasche, mit denen kommen sie alle gehüpft. So, die gehen einfach dahin. Und das gleiche hier. Hab auch schon rausgesprungen. Los geht's. 3 und noch 2. Super. Backgammon Play Along. Wer fängt an? Weiß mit 5 und 1. Okay. 5 und 1. Schwarz ist dran. Schwarz hat 5 und 4. Damit geht Schwarz 5 und 4. Weiß mit 6 und 4. Tut sich nichts Besonderes. Der kann nicht 4 und auch nicht 6. Das heißt, dahin geht es nicht. Dann machen wir hier das ganz normale 6 und 4. Schwarz ist dran. 4 und 2. Der könnte jetzt damit 4 den zumachen. Oder hier 4 und 2. Gehen wir fallen doch die 4 hier. Und die 2 versucht hier schon mal einen Ausbruch. Weiß hat auch 4 und 2, macht da nichts Besonderes, macht genau das gleiche, was Schwarz hätte tun können. Schwarz ist dran mit 4 und 5. Da geht der in Sicherheit. 1, 2, 3, 4 und 5. Weiß. 4 und 2, den hat man da gerade schon, da tut sich sonst nichts, da ist 4 und 2 sehr blöd, das heißt 4 geht hier und 2 rückt nach. Schwarz. 6 und 4, der könnte einen Ausbruch wagen, aber wir haben hier die 4 und hier die 6. So. Weiß hat 4 und 1. Bei einem richtigen Backgammon würde man das nicht machen, der hätte nicht gezählt, aber das ist ein Reise-Backgammon. Es gibt übrigens eins, das Reise-Backgammon Deluxe. Das ist etwas größer und hat heraufklappbare Seiten. Da laufen einem die Würfel nicht so schnell davon. So, 4 und 1 nach wie vor, das wird ganz einfach das hier. Und Schwarz. 4 und 2. Ja, das sind 2. Der Weiße wurde geschmissen und da ist abgesichert. 2 und 6, der kommt nicht rein. Schwarz ist wieder dran. Schief. Viel 3. Ui, das ist gefährlich. Damit schmeißt er den zweiten hier auch raus mit 2 Dreien. Er ist noch nicht weiß bei Pasch, also die gleiche Zahl, die gleiche Augenzahl am Würfel, hat man nicht zweimal, sondern viermal die Zahl zur Verfügung. Das hier sind also 4 Dreien. 2 Dreien wurden hier schon bewegt. Es bleiben noch
zwei Dreien übrig. 1, 2, 3. Der kann nicht. Hier könnte man mit Zweien fahren, aber dann bliebe einer allein. Das ist nicht so toll. Obwohl, es sind zwei draußen. Das Risiko ist sehr klein. Er macht aber was anderes. Er geht hier das Risiko ein. So. Okay. Weiß ist mit einem drin, aber noch nicht mit dem zweiten. Schwarz hat 6 und 5. Da schmeißt er ihn gleich wieder raus mit 6. Und 5. Uiuiuiui, das schaut doch schlecht aus für Weiß. Okay. Weiß hat keine 3. Okay. Schwarz hat wieder viel 3. Der kommt noch immer nicht raus. Oh, das ist ja schön. Schwarz kann ganz zumachen. Mhm. Und zwar 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, jetzt spielt Schwarz dann mal alleine. Bis da wieder offen ist. Weiß kommt nicht rein. Ui, das schaut schlecht aus für Weiß. Also. Gut, dann wird einmal hier 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4. Nochmal 4 und 2. Das war eine 3, das heißt, da sind wieder Pasch 3. Eine 3, zwei Dreien, drei Dreien. Jetzt könnte er schon eine rausnehmen, aber dann wäre er mit einem allein. Das macht er nicht. Er fährt noch einmal nach vorne und würfelt ihn noch einmal. 5 kann raus. Und eine 1 könnte raus, wäre aber wieder allein. Also fährt er da einen voran und würfelt noch einmal. Eine 3 und eine 1 raus. Na geh, jetzt musst du aber bald aufmachen. 3 und 1, jetzt muss wo aufgemacht werden. Könnte da, fährt da 1, 2, 3 und 1 und macht die 6 auf. So, Weiß darf wieder mitspielen und wünscht sich eine 6. Das war keine 6. Schwarz hingegen hat eine 6, der kommt raus und eine 1, die fährt nach vorne. Hängt. 5 und 4 ist keine 6. 3 und 1 ist praktisch. Ui, das schaut aber wirklich nach einem gewaltigen Sieg für Schwarz aus. Hey! Weiß ist drin. Und kann Schwarz aber nicht mehr bremsen. Schwarz hat jetzt überhaupt keine Hemmungen mehr und fährt raus. Weiß würde noch gerne alle nach Hause bringen, aber das wird sich auch nicht ausgehen. Da kam er hier. Da kam er hier. So. Schwarz hat 4 und 6 Overkill. Weiß 6 und 2. Einmal 6 und 5. Das dürfte 2 und 1, das wird ein Gammon. Drei Arten, dieses Spiel zu verlieren, sozusagen, beziehungsweise zu gewinnen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Backgammon heißt, der Schwarze wäre raus und ich habe noch einen Weißen hier. Gammon heißt, der Schwarze ist fertig. Ich habe noch welche hier. Ein normales Spiel. Das ist ganz einfach. Ich habe schon einen raus. Schwarz ist fertig. So.
Schwarz dürfte dran sein. Kann sein, dass ich mich jetzt vertan habe, aber hier ist nichts mehr zu machen. 1, 2, 3, 4. Schwarz hat gewonnen. Weiß ist noch da. Wie man sieht, Backgammon kann man sogar gegen sich selbst spielen. Solitär quasi. Solitär Backgammon. Okay. Macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche.